Hesinde zum Gruße, werte Zuhörer. Mein Name ist Felixilius und wir werden heute besprechen das aventurische Pandemonium 1. Und mit wir meine ich einerseits mich, Felixilius, und andererseits Paladose. Hallo Pala. Hallo auch. Die Zwölfe zum Gruß. Ja, dann wir reden heute über das aventurische Pandemonium. Das ist jetzt schon etwas länger erschienen, um genau zu sein, Mitte letzten Jahres. Und jetzt sind wir irgendwie dazu gekommen, das dann doch mal zu rezensieren, hier in unserem kleinen Hesinde-Disputen drüber zu disputieren. Erstmal ein paar Rahmendaten, Fakten zum Pandemonium 1. Es ist Mitte letzten Jahres circa erschienen, also 2019. Ja, wir haben 2020, damit war es 2019. Kostet 34,95 im Print und die Hälfte davon in der PDF-Ausgabe und hat insgesamt, mal schauen, 160 Seiten. Ist geschrieben worden von einer ganzen Reihe an Autoren: Zoe Anamitz, Thomas Eberhard, Tara Flink, Dominik Ladek, Peter Horstmann, Marie Mönkemeyer, Alex Spohr, also alle relativ bekannte Namen. Redaktion hatte Zoe Anamitz, Nikolai Hoch, Johannes Kaup und Alex Spohr dabei drin, während die Regelredaktion von Alex Spohr gemacht wurde. Ja, und dann fangen wir doch einfach mal von vorne mit dem ganzen Spaß an, oder? Was meinst du? Ja, von vorne anfangen ist, glaube ich, da am besten. Und dazu, ich muss ja sagen, es passt ja, von wegen, dass wir das Pandemonium 1 machen, weil ich weiß ja, da kommt noch was, nicht wahr? Du hast ja noch was anderes. Ja, genau, wir werden nämlich auch noch das Pandemonium 2 machen. Wann das ist, ist noch nicht so ganz sicher, aber es kommt irgendwann. Und ich und meine anderen Mitsprecher, also unter anderem auch du, Pala, haben ja schon Lust angekündigt, das einen weiteren Podcast zu machen, wo wir einfach mal ein bisschen freier über die 13 Erzdämonen, über die neuen freien Dämonen, ein wenig darüber reden, frei von einem Produkt. Genau. Richtig. Ja, damit fangen wir einfach mal an. Wie geht denn das Pandemonium 1 los? Ja, wie geht das Pandemonium 1 los? Nachdem wir ein illustres Vorwort und die typischen Regeln, beziehungsweise den typischen Anfang haben mit den Erklärungen von Regeln Crunch und Fluff und die Komplexitätsgraden und solche Sachen und eine kurze Beschreibung, was uns jetzt im Kommenden erwartet, geht es im Grunde genommen gleich mit den Domänen los. Das heißt also, die Domänen der verschiedenen Erzdämonen werden einmal erklärt. Das sind 13 Stück. Weil es kommt eine neue Domäne hier hinzu mit diesem Band, die eindeutig als Domäne sozusagen klassifiziert wird. Und das ist der Abgrund. In dem der Namenlose sitzt. Aber exakt. Über den sprechen wir gleich. Wir fangen jetzt erstmal an mit Nagrach, der Domäne von Belchirasch, wo wir euch so ein bisschen den Aufbau von diesen Domänen schildern. Genau. Richtig. Wichtig ist, dass es früher war es ja immer so, dass es immer zwei Bezeichnungen für die Erzdämonen gegeben hat. Einmal Nagrach und dann einmal dann Belchirasch oder Belchirasch für eigentlich den Erzdämon. Jetzt ist es so gemacht worden, dass Nagrach sozusagen in diesem Fall die Domäne ist und der Herrscher, der Erzdämon, hat den Namen Belchirasch. Und das ist halt eine Abweichung, das ist neu mit dem Pandemonium zum alten Kanon hin. Aber ich denke, damit kann man sich im Allgemeinen durchaus identifizieren. Es führt zwar zu ein bisschen Verwirrung, wenn du dann Born dann zum Beispiel bist und da am Fluss Nagrach stehst, weil der jetzt nach einer Domäne benannt ist. Auf der anderen Seite hat man vielleicht weniger das Problem damit, dass jemand, der die ganze Zeit über Nagrach sagt oder am Nagrach sagt und ähnliches Wort ähnlich fallen lässt, dann jetzt nicht unbedingt sofort den Erzdämon auf sich aufmerksam macht. Zumal man ja noch sagen muss, dass der Otto-Normal-Aventurier wird vielleicht nicht unbedingt den Namen einer Domäne eines Erzdämons kennen. Ja, gut, der Gelehrte vielleicht, ne? Ja. Und Abenteurer. Abenteurer, die kriegen sowas ja irgendwie immer auf dem Silbertablett serviert. Genau. Ja, es geht auf jeden Fall so aufgebaut, ist die Seite mit zuerst der Domänennamen relativ normal. Dann hat man noch ein schönes Symbol des jeweiligen Dämons. Also ja. Ist das der Pfeil mit zwei weiteren durchkreuzten Pfeilen. Ich glaube, anders kann man das nicht beschreiben, oder? Mhm.
Zwei gekreuzte Pfeile, die von einem größeren Pfeil in der Mitte durchstoßen werden. Im Grunde genommen alles Pfeile, alles Zeichen für die unbarmherzige Jagd, was ja für den Nagrach mehr oder weniger sein Metier ist. Ja, dann gibt es noch einen Kasten, aber das kannst du mal erzählen, wie der so aussieht. Ja, im Kasten haben wir im Grunde genommen den Erzdämon und seine Domäne in Kurzform. Herrscher, Beinamen, seine Aspekte, die Domäne. Sehr interessant, der Teil des Frevlergewandes, der ihm zusteht. Dann das Unmetall, wobei Unmetalle an sich bisher in den Fünferregeln bisher, wenn ich nicht irre, nur angerissen worden sind. Die sind, glaube ich, noch gar nicht richtig angesprochen worden. Auch von den normalen magischen Metallen wurde bisher immer nur so ein bisschen erzählt, aber noch nicht so viel. Gerade wenn es um Produktion von Gegenständen oder Herstellung von Gegenständen geht oder so, ist sowas ja vielleicht mal interessant, aber naja. Genau. Also hier Belchirasch und Metall ist Frostkristall. Soweit ich mich erinnern kann, ist es auch so, dass die zwar immer mal wieder fallen, die Worte, also diese 13 oder diese 12 Unmetalle so, allerdings noch in keinerlei Regelkontext oder genauer erklärt wurden, gegossen wurden oder erklärt wurden. Genau. Genauso wenig wie Endurium, Arcanium, Mindorium, wie sie nicht alle heißen. Die wurden bisher nur angerissen. Ich glaube, Endurium einmal wegen der Endurium-Rüstung in Klingen der Nacht, aber mehr glaube ich auch nicht. Tatsächlich in der Rüstkammer 1. Da sind sie mit drin. Wie die denn so wirken, wenn man Waffen daraus bastelt. Ah, okay, gut zu wissen. Das war mir noch nicht so bewusst. Dann das Magnum Opus, wobei nicht erklärt wird, was das Magnum Opus per se ist. Es heißt immer nur das Magnum Opus des ewigen Winters. Man kann sich darunter eine Menge vorstellen. Ne? Auf der anderen Seite, ich glaube, es wurde auch noch nie ein Magnum Opus des ewigen Winters irgendwo beschworen, wenn ich mich recht entsinne. Glorana mag sowas vielleicht im Norden mal gemacht haben. Das ist mir allerdings ansonsten aber noch nicht vor die Nase gekommen, dass ich da sagen kann, dass schon mal ein solches gesprochen worden ist. Ist ja auch immer mit gewissen Kosten und Vorbereitungen und sowas versehen. Die Magna Opera werden in Regeln gegossen, kann man die im Aventurische Magie 3 finden. Da gibt es einen relativ umfangreichen Teil für Paktierer und ihre ganzen Paktgeschenke und unter anderem auch die Magna Opera. Wobei die sehr freigehalten wurden, weil die sind auch Spielleiterentscheid zu einem gewissen Grad. Gut. Dann muss ich allerdings sagen, generell, dass das Pandemonium 1 wie auch 2 am besten im Kontext mit Aventurische Magie 3 gelesen wird, weil da ja auch die Paktgeschenke und jede Art von Pakt da drin erklärt werden, sag ich mal. Ne? Meinst du jetzt in Magie 3 oder hier im Pandemonium? Magie 3. Ja, genau. Also da findet man wirklich den Großteil dessen, was man für alle möglichen Arten von Paktierern braucht. Weil sonst auch teilweise Paktierer, für die man hier gar keine Dämonen drin findet, sondern die kommen dann erst im Pandemonium 2. Aber darüber reden wir ja aber anders. Richtig. Nein, aber in jedem Fall stolpert man hier halt über sowas wie Magnum Opus des ewigen Winters. So, was ist das Magnum Opus? Wenn du nämlich Aventurische Magie 3 nicht hast, hast du da ein Problem. Nun gut. Dann werden Donaria kurz dort erläutert, was das wohl so meistens sein könnten. Feindbilder, Dämonenmale und die Diener des Herren der Domäne. Genau. Also das ist dann so dieser relativ kurz und knapp gefasst alles, was man über den Dämon und seine Domäne wissen muss. Genau. Darunter kommt ein kurzer Beschreibungstext, sowohl zum erzdämonischen Widersacher der entsprechenden Gottheit, als auch wie man sich so seine Domäne vorstellen mag, wie sich so ein Aventurier das vorstellen kann, oder wie der Verstand eines Normalaventuriers sich so etwas denken könnte. Wie es nachher in Wirklichkeit ist, ist natürlich dann wiederum Auslegungssache. Mhm. Genau. Also da können wir, also das ist auch immer ein relativ schöner Text, wo all das beschrieben wird. Auch nochmal meistens mit ein paar Namen.
dass, also mit ein paar zusätzlichen Namen des jeweiligen Herzdämons, also hier zum Beispiel steht im Text mit drin, dass auch der eisige Jäger oder der, dessen Pfeile immer treffen, ist. Also es ist, man hat einfach einen schönen Überblick darüber, wie sieht denn so diese Domäne circa aus, also wie kann man sich die vorstellen, wer ist da so drin, genau. Vor allen Dingen, diese Beinamen haben ja immer auch irgendwas, was man im Märchen einbringen kann. Viele dieser Erzdämonen haben ja, gerade Nagrach hat im Bornland ein häufiges Auftreten in Märchen, weil er so ein Widersacher ist. Und viele Dämonen oder viele, die Erschaffung vieler Dämonen, wie zum Beispiel der Schwarze Wiesel, das kommt zwar im Pandemonium 2, oder auch Yashnatam, gehen auf Märchen zurück. Oder beziehungsweise sind in Märchen verankert. Wie sie wirklich erschaffen worden sind, ist natürlich wiederum eine andere Sache. Ja, was die Geschichte nicht erfasst, erfasst dann der Volksglaube zumindest so ein bisschen. Genau, in Ansätzen. Und man sagt ja immer, in Märchen ist auch immer ein Körnchen Wahrheit. Genau. Ja, mehr kann man tatsächlich nicht zu den Domänen sagen. Die sind alle so aufgebaut, alle 13. Worüber ich jetzt vielleicht noch ganz kurz reden möchte, ist einmal, dass wir den Abgrund jetzt wirklich als die Domäne des Namenlosen identifiziert haben, der aber an sich ja auch eine Sonderrolle einnimmt. Der ist, wie wir zumindest OT wissen, ein Gott, der auch Karma vergibt. Allerdings verlangt er von seinen Dienern, dass sie sich opfern, um mehr Karma bzw. mehr von ihm zu bekommen. Er hat kein Magnum Opus, hat aber dennoch Dämonen. Das ist alles so ein bisschen so ein Zwischending. Und jetzt mit dem Pandemonium 1 wurde das erste Mal der Abgrund eingeführt. Das ist dieser dunkle Ort, in den der Namenlose gefesselt ist. Ja, der auch ja lokal gar nicht zu den Niederhöllen gehört, sondern in der sechsten und der zwischen der sechsten und siebten Sphäre verankert ist. Und deswegen auch der Abgrund ist. Es gibt keinen anderen Namen, den man dafür finden kann. Weil er sich sozusagen, das war doch so, dass es quasi die namenlose Sternlehre ist, in die der Namenlose ja rein auch hineingekettet ist. Dass ja. Er sozusagen seine eigene Domäne besetzt, im Grunde genommen. Also so wie ich die Sage kenne, jedenfalls an der Stelle, wo er versucht hat, die Sphären aufzureißen, da wurde er quasi so ein bisschen da drauf geklebt, so, dass er das jetzt zusammenhält, was er angerichtet hat. Genau. An der Stelle, an dem der Kreis der Götter am schwächsten ist zwischen Leidenschaft und Ordnung. Genau. War so schön, wenn man das so sagt. Ich finde es auch hier ganz, ganz interessant, dass bei ihm, er ist, glaube ich, der Einzige, bei dem hinter dem Frevlergewand, also das Frevlergewand wird auch immer aufgelistet in dieser kurzen Tabelle, wo bei ihm als Einziges hinter dem Ding ein Fragezeichen steht. So, wir wissen bei in der Domäne von Belkelel, die auf der anderen Seite ist, ist es der Gürtel der Belkelel. Und beim Abgrund, beziehungsweise beim Namenlosen, ist das Teil des Frevlergewands die Dämonenkrone. Mit einem Fragezeichen dahinter, weil das weiß man nicht so genau. Zumal man, glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die 13 Teile des Frevlergewandes trug doch der Namenlose selbst, oder? Er ist jetzt zumindest gesucht, wenn ich mich recht entsinne. Und auf der anderen Seite suchen natürlich auch mächtige Diener der verschiedenen Erzdämonen die entsprechenden Teile. Das heißt ja, das Frevlergewand, um nochmal zu Nagrach zurückzukehren, der Teil des Frevlergewandes, was Nagrach gehört, liegt irgendwo da oben um Pavi, beziehungsweise noch weiter nördlich, da liegt das irgendwo rum, wo das schwarze Eis war. Gelorana hatte tatsächlich nur den Splitter von Belshirash, oder? Sie hatte nur den Splitter von Belshirash und ich glaube, sie hatte die eine von den drei Endurium-Klingen, die auf Maraskan geschmiedet worden sind. Eine von den drei. Ah, okay. Okay. Ja, und der Splitter ist ja dann durch ein paar Orks verloren gegangen. Die haben den dann, glaube ich, mitgenommen und zum Aika Brasurak gebracht, wenn ich mich da recht entsinnen kann. Das ist jetzt nur mein ungefähres Wissen über dieses eine spezielle Abenteuer. Ist ja der Splitterdämmerungszyklus. Richtig, richtig. Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten großen Kapitel. Hier kommt es dann nämlich zum Kernthema des Ganzen, den Dämonen selbst. Da haben wir 13 mal 5 Dämonen. Das
die seltsame Zahl, weil für jede Domäne, die hier beschrieben ist, jeweils 5 Dämonen da sind. Und da haben wir so einiges. Also da ist der klassische Irrhalk drin. Da ist dann aber auch sowas wie ein relativ neuer Dämon, der Charybdoroth. Eli Melusinias heißt der. Es gibt sowas wie Nishkat. Das ist eine Art Fliegedämon, der macht denn der? Gehört zu Amazeroth und macht seltsame Amazeroth-Dinge. Wir haben die Nephasim zum ersten Mal. Aber wir dachten uns, wir nehmen mal für als Beispiel, um euch zu erklären, wie diese aufgebaut sind, diese Einträge, nehmen wir mal einen der klassischen Dämonen des Schwarzen Auges, nämlich den Zant. Genau. Möchtest du mal erklären, wie der Zant aufgebaut ist, Pala? Also der Beschreibung nach rennt er rum wie ein Tiger und... Moment. Wie wir es auch schon aus den Bestiarien kennen, es ist immer eine Doppelseite, wie wir hier haben. Einmal den Regelkasten, dann noch einen kurzen Minikasten unten drunter mit dem Beschwörungsnamen, dem Beinamen, der Domäne, dem Wesenstypus, also niederer Dämon, gehörnter Dämon, mit so und so viel Hörnern, so und so weiter und so fort. Und welches Ritual wir dazu brauchen. Mit welchem Ritual wir daran gehen, genau. Also, jetzt Sand. Es wird erstmal aufgebaut mit dem Namen und einer Illustration dazu. Was ich persönlich ziemlich gut finde, ich kenne das jetzt nur aus dem alten DSA 3, Mysteria Arcana, und da hatte längst nicht jeder Dämon ein Bild. Ich glaube, das waren 2 oder 3 Dämonen, die irgendwelche Bilder hatten und der Rest hatte halt eine Beschreibung. Und hier werden sie halt sehr viel ausführlicher. Du hast den Namen, du hast ein Bild, du hast einen Ingame-Text. Beim Zant ist das tatsächlich aus dem Arcanum, Kopie aus dem Nachlass von Gaius Cordovan Eslam Galotta, der sozusagen die Beschwörungsformel rezitiert. So, und dann ein sehr schöner, finde ich, sehr schöner Beschreibungstext zu dem Zant selber. Was man vermutet, es fließt neben der eigentlichen Beschreibung, fließen Dinge rein, die inneraventurisch vielleicht ganz interessant sind. So zum Beispiel die Vermutung einiger Gelehrten, dass die Ähnlichkeit zur Raubkatze dieses Zantims oder der Zantim eine Schmähung Rondras bedeuten soll. Weiterhin auch, es wird jedes Mal die Mehrzahl eines Zants ebenfalls, also nicht nur eines Zants, sondern auch bei allen anderen Dämonen ist es so, dass die Einzahl und die Mehrzahl genannt wird. Ausnahmen dabei sind natürlich einzigartige Dämonen, wie zum Beispiel der Kamoth. Es gibt keine mehrere Kamoth. Sollte mich jetzt auch wundern, wenn es dann eine Mehrzahl von gibt. Da kannst du ja mal gerade kurz nachgucken, wenn du möchtest. Kamoth ist tatsächlich einer von den wenigen Dämonen, die einzigartig sind. Also es gibt manche, das steht noch mal dabei, die besonders sind. Insofern, dass es sie tatsächlich nur ein einziges Mal gibt. Da gibt es dann auch besondere Regeln beim Beschwören. Also die sind alle zusammen, jeder einzelne von denen extrem schwer zu beschwören, aber da gibt es noch ein paar andere Sachen dazu. Da können wir dann aber später drüber reden. Richtig. Ja, mach du weiter. Was interessant ist, ist, dass in den Beschreibungstexten auch immer, also oder überwiegend, versucht wird, Parallelen zu schlagen nach Myranor. In Myranor ist Dämonenbeschwörung aufgrund der Tatsache, dass dort sehr viel mehr Magie vorhanden ist oder Magie mehr präsent ist als in Aventurien oder ausgeübt wird, ist es auch dort natürlich gang und gäbe, dass dort Dämonen ebenfalls zum Alltag, ich will jetzt nicht sagen zum Alltag dazugehören, aber Dämonen tauchen dort häufiger auf. Und dementsprechend versucht man auch immer wieder Bezüge zu Myranor herzustellen, indem gesagt wird, wie es da drüben ungefähr ist, wenn es irgendwelche interessanten Sachen dazu natürlich gibt. Ich glaube, hier ist nicht auf Krampf irgendwas gemacht, sondern es liest sich im Text eigentlich als so eine Nice-to-Know-Note nebenher. Genau, also der Text hat definitiv einen Bezug zu anderen Kontinenten, wenn es das braucht. Es ist jetzt immer so, der Fokus liegt eindeutig auf Aventurien, aber wenn es dabei ist, ist es dann... Also Der Band verneint es nicht, dass es andere Kontinente gibt und gibt da ein paar schöne Querverweise, was ich ganz angenehm finde. Was ich auch sehr schön finde, ist, auch wenn wir hier ein Bild haben, gibt es immer noch eine
In-Text-Beschreibung, wie das Ding aussieht. Also zum Beispiel haben wir hier, das Fell des Zahns ist gelb und schleimig, während violette Risse und Schnitte dabei die Tigerstreifen bilden. Unter ihnen ist blutiges Fleisch sichtbar, aus dem Maultropf kampfgierig steht Skyfer. Der Schwanz ist lang gepanzert und endet in einer scharfen Knochenklinge. Das ist insofern super angenehm, wenn man dann als Spielleiter einfach mal ganz kurz über diesen Text fliegen kann und sich überlegt, okay, so kann ich den meinen Spielern beschreiben, wenn ich ihnen jetzt nicht unbedingt gleich ein Bild zeigen möchte oder wenn ich gerade nicht die Gelegenheit habe, ein Bild zu zeigen. Weil manchmal, gerade bei so Dämonen, die unnatürlich aussehen, was man vielleicht, oder wo man Dinge auf dem Bild nicht genau zuordnen kann, es ist halt super angenehm, wenn du es hier schon mal im Text drin hast, dann kannst du da so ein paar Sachen dir rausnehmen und die für dein Spiel verwenden. Das finde ich sehr gut. Ja, also ich würde es auch mal dann, wenn ich einen Zahn vorstelle, würde ich natürlich auch erst die Beschreibung bringen, das sacken lassen und dann kommt das Bild dazu. Dann würde ich das Bild sozusagen hinterher den Spielern zeigen, wenn ich die Beschreibung sozusagen zu Ende gelesen habe, wenn sie begriffen haben, was dort ungefähr vor ihnen steht. Nur um es dann nochmal zu verdeutlichen, so von wegen hier, so ist das Ganze ungefähr in Bildern und das Bild kommt ihm nicht, und dann sind es. Es reicht, wenn du dann sagst, das Bild kommt dem noch nicht ganz nahe. Die Beschreibung ist, glaube ich, ausreichend dann dafür. Ja. Definitiv. Dann gibt es noch den Regelkasten. Der ist ganz normal aufgebaut, so wie wir es halt aus anderen Publikationen kennen. Es sind alle wichtigen Stats dabei, die man wissen muss. Ja, Sonderfertigkeiten, Talente, Zauber. Interessant, Zauber natürlich auch. Viele Dämonen haben auch Zauber als, die sie anwenden können, wie jeder andere Magier oder Magiebegabte. Anrufungsschwierigkeit ist natürlich ganz wichtig. Kampfverhalten finde ich sehr gut. Das ist ja auch im Bestiarium so, mit den Tieren und Ungeheuern, die da sind, dass das Kampfverhalten kurz dargestellt wird. Das heißt also, ich habe als Spielleiter nur bei einem kurzen Überblick auch die Möglichkeit, mich dort richtig reinzuversetzen. Ist das jetzt eine wilde Bestie? Oder würde er eher schleichende Angriffe machen? Würde er den Überraschungsangriff wählen? Würde er vielleicht gar nicht den Angriff wählen, sondern sich auf seine Zauber verlassen? Und. Man kann das da sehr gut nachlesen. Sind es eine kleine Hilfe, wie man mit den Werten umgehen kann, die da geboten werden? Was ich sehr angenehm finde, weil reine Zahlen und wie man Zahlen ausspielt, ist eine Sache der Erfahrung. So hat auch ein unerfahrener Spielleiter etwas, womit er sich entlanghangeln kann, um die Darstellung richtig rüberzubringen. Ja. Oder schön rüberzubringen. Nicht unbedingt richtig, sondern schön. Es geht ja nicht um die Richtigkeit, sondern es geht darum, dass es für die Runde passt. Ja. Ja, und gerade, also es gibt ja auch relativ viele Spielleiter, die Sachen, jetzt mal böse ausgedrückt, die es ein wenig mechanisch spielen, also vor allem als wir kämpfen jetzt gegen etwas, da hat man dann auch wirklich alles. Also Lebenspunkte sind drin, jegliche Talente sind drin, Sonderregeln sind drin. Das ist, also wenn man vor allem auf Kämpfe geht, es gibt ja einige Gruppen, die daran sehr viel Spaß haben, dann findet man hier auch eigentlich alles, was man braucht. Das ist ja so gesehen perfekt für jedermann. Ich finde, das ist einfach ein schönes Gesamtpaket, was sich bei so einem dieser Dämonen bietet. Was ich auch sehr schön finde, ist dann natürlich dann dieser Kasten mit Sphärenkunde, Sphärenwesen, wo man mal eben schnell auf die Schnelle mal eben würfeln kann, wenn man sich da einem solchen Wesen gegenüber sieht und dann gucken kann, weiß ich das nicht. Ja. Genau. In dem kleinen, was ich noch ganz angenehm finde, das wollte ich noch dazu sagen, der kleine Kasten, in dem Beschwörungsname, Beiname, Domäne, Wesenstypus und Beschwörungsritual drin sind, das ist einerseits ein sehr schöner Überblick, einfach um zu wissen, okay, es ist ein niederer Dämon, ich brauche eine Invocatio Minor, da oben schaue ich dann auch kurz nach der Anrufungsschwierigkeit, hilft mir relativ schnell, als zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Dämon beschwöre, einen Schwarzmagier, der Dämonen beschwört, oder einen Baktierer spiele, dann hilft mir das relativ schnell festzustellen, ob ich das kann. Und gleichzeitig stehen dann halt auch noch der Beschwörungsname und die Domäne dabei und der Beiname dabei. Und damit kann ich das Ganze ein wenig ausschmücken, kann die Beschwörung vielleicht ein wenig besonders machen. Zusätzlich dazu haben wir ja noch die vorher in den Domänen gesprochen. In den Kästen stehen ja auch immer die Donaria der einzelnen Dämonen drin. Also da könnte man zum Beispiel das Beschwörungsritual ein wenig ausschmücken, indem man sagt, ich besorge mir die exakten Donaria dafür. Und dann kann man das Ritual eben mit dem Invocatio Minor in der Zeit einfach ausspielen, was ich immer ganz angenehm finde, gerade für so
eher stimmungsbasierteres Spiel. Oder wenn man zum Beispiel in einem Kampf gegen einen Beschwörer steht und man kommt gerade dazu, während man feststellt, dass der Beschwörer dort steht und gerade in diesem Moment die Dunaria sozusagen, keine Ahnung, in Flammen aufgehen oder zu Asche werden, während sich so langsam aber sicher ein Riss in der Realität bildet und ein Wesen versucht, sich sozusagen in eine Bahn zu brechen in die Welt von Aventurien. Das kann man ziemlich gut ausschmücken. Man kann es sozusagen damit arbeiten. Und vielleicht kann sogar ein findiger Magiekundiger sagen, ah, das sind die und die Dunarier, die er da hatte. Oh mein Gott, jetzt kann irgendwas aus der und der Domäne vielleicht kommen. Also es gibt sehr, sehr schöne Sachen, die man damit umsetzen kann. Umbringen kann, bis zu meinem Dämonen. Ja, dafür sind sie da, ne? War. Ja, aber tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, fürs Umbringen sind sie da, gar nicht mal so richtig, weil wir haben hier in dem Land extrem viele Dämonen, die auch für andere Sachen verwendet werden können. Also jetzt reden wir mal zum Beispiel über den klassischen Gotongi, der ist einfach so der Spähdämon. Aber wir haben auch massiv, zum Beispiel, also gerade bei Amazeroth haben wir zum Beispiel so Wissensdämonen, die dem Beschwörer Wissen vermitteln sollen. Das finde ich ziemlich angenehm, weil hier hast du so ein bisschen deinen für jede Situation einen Dämon-Buch. Und wenn du das Ganze noch ein wenig mehr auf die Spitze treiben willst, hast du noch das Pandemonium 2, wo das dann genauso weitergeht. An irgendeiner Stelle ist gerade ein Weißmagier gestorben bei deinen Worten. Solla. Ist okay. Naja. Welcher Dämon hat dir denn am besten gefallen, Pala? Im gesamten Buch? Ja. Der Arkobal. Ein Dämon aus der Domäne Agrimoth. Warum magst du den Arkobal so gerne? Weil das typische Beispiel dafür ist, was passiert, wenn du einen Dämon wirklich, wirklich lange in dieser Welt hast. Erzähl es uns. Erklär es uns. Hast du vor, Siebenstreich zu spielen? Nee, aber vielleicht einer unserer Zuschauer, also vielleicht solltest du es, oder Zuhörer, vielleicht solltest du es dann etwas paraphrasiert halten. Sagen wir es so, es gibt ein Abenteuer, Siebenstreich, an dieser Stelle kurz genannt, das heißt, wer jetzt nicht hinhören möchte oder wer nicht gespoilert werden möchte, müsste jetzt drüber hinweghören. In dem Abenteuer Siebenstreich gibt es einen sogenannten Zug. Das ist in mehrere Züge unterteilt und diese Züge sind im Grunde genommen allesamt kleine Mini-Abenteuer. Und eins davon führt in die Dämonenbrache, um dort das Grab des heiligen Luther zu suchen. Du meinst die Dämonenbrache bei Gareth, oder? Ja, es gibt nur eine. Okay. Ja, nur nochmal sicher gehen. Ja, die ist ziemlich übel. Ja. Und man stellt dort fest, dass dort das Grab des heiligen Luther von einem, also dass auf dem Grab ein Arkobal sitzt. Seitdem der Held dort gestorben ist, also seit der Entstehung der Dämonenbrache sozusagen, wächst dort ein Dämonenbaum und ist auch mit für die Verseuchung und die Schaffung der Dämonenbrache mitverantwortlich, nährt sich auch rauf davon und hat auch Diener unter sich erschaffen, einen davon, ein Agrimoth-Paktierer, der in der Stadt ist und sich sozusagen um die, Hege und Pflege von diesem Dämonenbaum übernimmt. Der ist richtig, richtig mächtig. Und du kannst ihn auch kaum besiegen. Das heißt, okay. weil dieser Baum schon so uralt ist und er wird halt jedes Mal mächtiger. Der wird mit seinem Alter wird er immer mächtiger. Und der ist wirklich so ein Beispiel dafür, was passiert, wenn du sowas schweren lässt. Der ist wie ein Krebsgeschwür, das sich tarnt, das sich als etwas Normales tarnen möchte und dann im richtigen Moment überfällt es dich. Er kann mit den Sporen, die er hat, kann er Menschen zu Guruk Faors machen, also beziehungsweise
ja, nicht nur die, nicht die Sporen, man hat früher gesagt, es sind die Sporen, aber mit dem Harz der Eiche, der schwarzen Eiche, wenn du das Harz der schwarzen Eiche in dir aufnimmst, dann wirst du zum Guruk verohrt, zu einem Diener davon, verlierst deinen Willen und so. Der Dämon ist groß, richtig groß, und wie gesagt, um richtig beizukommen, da hilft nichts anderes als gesegnete Waffen, sehr, sehr viel davon, sehr, sehr viel Zeit, Lebenspunkte, Regeneration für dich selber in sehr hohen Mengen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz eigenes Abenteuer, einen Akkuball zu besiegen. Ich sehe es gerade, also ich habe mir jetzt mal kurz, während du wie gerade erzählt hast, so ein bisschen die Regeln überflogen. Größe, 2,20 Meter bis 10 Meter, also 10 Schritt. Sonderregeln. Wachstum. Pro 10 Jahren steigen Lebenspunkte um 50 und ASP um 10 Punkte. Die TP um plus 10 bis zu maximal 10 und der RS um 1, maximal 7. Außerdem erhält er pro 25 Jahre eine Aktion dazu, maximal 4 Aktionen. Ab 50 Jahren gilt der Dämon als riesig. Solange der Dämon nur groß ist, kann man seine Attacken mit allen Waffen parieren. Ich glaube, der bei euch in der Dämonenbrache, der war riesig, oder? Ja. Okay. Ja, der hatte nicht diese Art von Regeln, der hatte andere Regeln noch. Aber das war trotzdem, also den zu besiegen war, ne? Also. Ich sehe auch gerade, dass der Zauber ein Pandemonium hat. Und der Pandemonium ist richtig übel. Und der hat viele ASP. Der könnte den mehrfach einsetzen. Richtig. Das ist einer, also der kann dir Gruppen, die nicht vorbereitet sind, nimmt er dir mit dem Augenzwinkern auseinander. Das ist nicht mal eine Mühe großartig für ihn. Yep, ich sehe es. Ja gut, dann ist mein, wo dein Akkuball so die riesige Zweihand-Streitachse in Trollgröße ist, habe ich dann mir eher das Skalpell als meinen Lieblingsdämon rausgesucht. Ich habe nämlich den Nemanah gewählt. Der ist aus der Domäne des Blackerats. Das ist ein Assassinendämon, der ziemlich übel ist auf seine ganz andere Weise. Weil der kann ja auch eine Gruppe auseinandernehmen, allerdings nicht so in einem Kampf oder so, sondern der macht das mal schnell hinterrücks und nebenbei. Der kann nämlich auch einiges. Die Predator-Variante sozusagen. Yep, genau. Also Nemanah, kann man vielleicht dazu sagen, erscheint immer in der Gestalt eines normalen humanoiden Gestalt, in Kapuzenmantel und mit hochgezogenem Tuch, und man erkennt ihn eigentlich nur daran, dass er zwei sehr kleine Hörner aus der Stirn ragen hat. Ansonsten sieht er tatsächlich aus wie ein Mensch, und halt, wenn man die Maske runterreißen würde, dass da halt nichts ist, außer Dämon. Er trägt als Waffen einen Dolch und eine Armbrust. Und diese Armbrust ist so eine kleine Handarmbrust auf der Abbildung, macht aber mal lockere 2W6 plus 8 Schaden. Und er kann sie pro Runde abfeuern, weil die sich magisch nachlädt. Also der kann jede Runde 2W6 plus 8 Schaden machen. Und er ist ein richtig übler Attentäter-Dämon, weil er hat so schöne Zauber wie Dunkelsicht, also stopp, andersrum, er hat einen Vorteil, der, wie Dunkelsicht 2 zum Beispiel, also selbst wenn man ihn irgendwie magisch versucht, das Augenlicht zu nehmen, selbst dann hat man ein Problem. Da kommen wir später zu, warum das eine Möglichkeit ist. Da gibt es im Anhang ein paar Sonderregeln. Aber der hat dann auch so Sachen wie den Dunkelheit oder den Silenzium, was ihn quasi perfekt dafür macht, einfach mal schnell in einen dunklen Raum zu treten, ihn vielleicht ein Stückchen dunkler zu machen und dann einen nach dem anderen Leute dadurch abzuschnetzeln. Er ist ziemlich fies. Ja, ich schaue mir gerade an. Auf jeden Fall. Die Armbrust, der Dolch, dann der ganze Block an Sonderfertigkeiten, die dazu kommen. Mm. Du kannst ihn nicht überraschen, weil er Aufmerksamkeit hat. Er hat ein Feindgespür. Er hat Finte 1 bis 1 und 2 für Waffenlos und den Dolch. Er kann den gezielten Schuss machen, er kann den gezielten Wurf machen. Jeweils 1 und 2. Präziser Stich, schnell ziehen und Todesstoß. Hinzu kommt, dass er zwei Aktionen hat, was schon mal sehr, sehr fies ist. Yep.
Ja, und er hat auch tatsächlich einen zusätzlichen Dienst. Also man hat ja normalerweise diese klassischen Dämonendienste. Ich glaube, Wache gehört dazu, Angriff gehört dazu. Und hier ist quasi der zusätzliche Dienst Suchen und Meucheln. Der Beschwörer benennt ein humanoides Ziel, das er persönlich kennt und dessen Namen er weiß. Der Dämon macht sich auf die Suche nach dem Opfer, und wird alles daran setzen, es zur Strecke zu bringen. Die Suche darf sich bis zu 13 Tage lang hinziehen. So lange bleibt der Dämon auf Dera, verbraucht alle Dienste. Also es ist so eine zielgerichtete Kugel. Sagst du, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir spielen mal eine etwas dunklere Gruppe, dann beschwörst du einen Nemana, weil du deinen alten Erzfeind endlich mal loswerden willst und sagst, hier, Nemana, da ist dein Name, viel Spaß, mach mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das schafft, ist gar nicht mal so niedrig. Ich habe tatsächlich in meiner Gruppe, das ist eine relativ weiße Gruppe, aber ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, den Nemana einzusetzen. Und die haben einen ihrer Hauptgegner aus dem Weg geräumt und das ohne große Probleme. Wir haben das sogar regeltechnisch ausgespielt und das war echt nicht schwer für sie. Ja, auf der anderen Seite, gegen die eigene Gruppe möchtest du ihn nicht einsetzen, glaube ich. Oder du möchtest ihn einsetzen, wenn du weißt, dass sie vorbereitet sind oder so. Oder mit irgendwie sowas. Ja. Ja. Also ein Nemana würde ich auf einen fingierten Pfeil des Nichts, ja, würde ich darauf einsetzen. Unsere dritte Dämonenschlachtgruppe, ja. Aber meine Andergast-Runde beispielsweise, die würde der so zerlegen. Hm. Also ich weiß auch von einem anderen Spielleiter, der hat den eingesetzt so als eine dauerhaft schwelende Bedrohung, die so ein bisschen im Hintergrund wartet, wo die Helden in den Raum reinkommen und nur noch sehen, wie diese Gestalt verschwindet. Und dann damit rechnen müssen, jederzeit angegriffen zu werden. Ich glaube, dafür lohnt sich der wirklich, wirklich gut. Man sollte halt als Spielleiter so gnädig sein und den Spielern eine Chance lassen, weil wenn man die ihn nicht lässt, dann haben die keine Chance. Dann ist es wirklich. Ja. Also wenn du das halt als jemand ausspielst, der wirklich darauf abzielt, seine Gruppe zu auf jede erdenkliche Weise töten zu wollen, ist das auf jeden Fall aber ein gutes Werkzeug. Aber ich gebe dir recht, man sollte ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen können, wenn man den schon einsetzt. Man muss sich dessen bewusst sein, dass der sehr mächtig ist. Genau. Ja, ich glaube, das ist, dann haben wir die Dämonen relativ erschöpfend geklärt, oder? Also, wie gesagt, es gibt zu jeder Domäne 5 und da ist sehr viel Abwechslung dabei. Ah, was ich noch dazu sagen muss, die Illustrationen sind wie immer fantastisch. Also jeder Dämon hat eine eigene Illustration und mir ist keine eingefallen, ich habe keine gesehen, die mir nicht gefallen hat. Wie ist das bei dir? Dito. Also ich finde auch alle Darstellungen finde ich gut. Oder treffend. Eben auch, weil sie bekanntes sind. Du kennst die Gestalt natürlich wieder. Und sie schaffen es halt, dass das nicht einfach nur irgendwelche, ja, fiesen Viecher sind oder so, sondern du bemerkst den Aventurienbezug, wenn du mit Aventurien schon lange zu tun hast. Auf der anderen Seite, es passt natürlich total in diesen Artstil, den sie überall fahren. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch echt interessant, wie sie es schaffen, dass dort Dämonen dargestellt werden, die, ich sag jetzt mal, optisch gesehen, handwerklich gesehen, gut gemacht sind. Und du das auch anerkennen kannst und auf der anderen Seite aber auch dieses diesen leichten Verstörtheitsfaktor manchmal hast. Bei manchen von den Bildern, allein von der Vorstellung, dass so ein Viech jetzt irgendwie auf deine Gruppe losgeht, da rinnt mir dann selber ein Schau über den Rücken. Also gerade die, wie heißt er denn noch gleich, Asphalot-Dämon, die ragen dann nochmal besonders raus, weil die sind wirklich, da merkst du, das ist Asphalot. Also ich verweise jetzt, jeder von euch, der das Buch hat, kann gerne mal Seite 100 aufschlagen, der Trachrabar, Alter, der sieht richtig übel aus. Das ist einfach, wow. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist so dieses, wo ich mir sage, das ist verstörend, auf jeden Fall. Aber auf eine positive Art und Weise, muss ich dazu sagen. Also es verstört dich, aber es ist auch eine positive Art und Weise, sowas einzusetzen. Da kannst du wirklich sagen, das ist wirklich, das ist dieses Abartige, was Dämonen ja nun mal irgendwo ausmacht. Nicht nur das Blutige, sondern auch einfach das Fremdartige.
das, was in diese Welt nicht reingehört, was in diese Realität nicht reingehört. Und das finde ich ziemlich cool dargestellt. Da ist mein persönlicher Favorit, also bei den Bildern ist mein persönlicher Favorit tatsächlich der Deolgolub. Das ist so eine Art lebendig gewordene Rüstung. Da ist der Artstil tatsächlich ein bisschen anders als bei den anderen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Porträt. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also der steigt ein bisschen raus aus dem, was man aus den anderen kennt. Aber da sieht man, das ist eine dämonisch verzerrte Rüstung. Und das ist nichts anderes, das kann man erkennen. Richtig. Ja, ich persönlich finde den Edmar Sorov, den finde ich gut. Welcher war das noch gleich? Ist auch ein Asphalot-Dämon. Nee, ist es ein Asphalot-Dämon? Ich weiß es nicht. wie sah der denn aus? Domine Solva. Ah, okay. Also, das ist die Tasche, die dich bei. Ach, oh ja, okay, ja, die ist fies. Stimmt. Vor allen Dingen, wenn du dieses immer so aus D&D kennst, wo der Spielleiter, die erste Amtshandlung eines Spielleiters ist, dir eine Bag of Holding zu geben. Na, damit du dann auch alle Schätze immer überall mittragen kannst. Und wenn ich das so im Hinterkopf habe, finde ich diesen Dämon einfach cool. Einfach so. Ja. Du langst in die Tasche, und dann hat er. Ja, wobei du als Paktierer die tatsächlich sehr gut verwenden kannst, also seine persönliche Tasche, weil dann ist halt der Dienst einfach, hier bewahr das Zeug für mich auf und jeder andere, der da reingreift, dem kriegt halt mal eben schnell die Hand abgebissen. Genau das. Ja. Also, wenn die Helden sowas mal finden, das sollte ich mal machen. Fällt mir gerade so ein, das sollte ich mal bei meiner Gruppe machen. Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tasparel-Dämon, finde ich. Mhm. Ja, also hier künstlerische Leitung war wie immer Nadine Schäke und eine ganze Reihe an Leuten, die Innenillustration die Pläne gemacht haben. Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Auch an sich so Satz-Layout-Gestaltung, hier wieder Thomas Michalski, wie bei vielen DSA-Produkten, gefällt mir wieder sehr gut. Also es ist schön übersichtlich, man findet alles, ja, mag ich. Ich muss noch als Ergänzung sagen, ich finde diese anatomischen Studien, die ab und an hier über den Weg laufen, so im Anhang sind so tatsächlich so ein paar anatomische Zeichnungen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und sowas finde ich dann wiederum cool, weil sowas kannst du dann verwenden als Handout, so von wegen, dann rennt man in irgendeinem so Magier-Labor oder so in so einem Magierturm entlang und dann fällt einem da sowas da vor die Füße und dann guckt man drauf und denkt sich so, ne? Das ist schon ganz cool, vor allen Dingen, weil es auch auf Sayat geschrieben ist. Man könnte sehr praktisch, ja. Man könnte also anfangen, es zu übersetzen, wenn man Sayat kann. Ja, frag mal Euruk, der kann es bestimmt. Nein, ich frage ihn nicht. Ja gut, dann können wir uns eigentlich jetzt das letzte kurze Kapitel machen, das ist tatsächlich nur, ich glaube, 8 Seiten, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Ist der Anhang. Hier finden wir vor allem Zaubersprüche und Rituale, also so die klassischen, was jetzt halt so die Dämonen hier haben. Wobei und was man braucht, um zu schlagen. Ja, wobei die alle auch schon inzwischen ja in ganzer Länge in den aventurischen Magiebänden enthalten sind. Bin ja. Ich mich nicht. Also nee, stimmt schon. Andererseits kann man das natürlich auch sagen, okay, ist insofern praktisch, weil du brauchst nur das Regelwerk und das Pandemonium 1 dafür und dann kannst du sie beschwören, wie du lustig bist und brauchst nicht noch Magie 3 dafür. Das ist ja auch der Anspruch, den DSA hat. Richtig. Was interessant ist, sind halt diese Sonderfertigkeiten, die sich jetzt nur mit der Beschwörung auseinandersetzen. Die sind, glaube ich, noch nicht vorgekommen gewesen. Die sind im Pandemonium exklusiv drin. Rudelbeschwörung, wahrer Name und Zirkelmeister. Wobei der Zirkelmeister halt so ein bisschen an den alten Unitatio erinnert, wobei ich den Unitatio eigentlich ziemlich cool finde und schade, dass es noch keine Regeln dafür gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, das kommt bald. Ach, glaube ich sowieso. Irgendwann kommt alles. Ja, richtig. Ansonsten werden noch einmal die Fokusregeln drin vorgestellt. Die Fokusregeln sind halt ja, die Kontrolle von Dämonen, Regeneration von Dämonen, Gestaltsmodifikation. Also wenn ich jetzt mir um mal wieder am Anfang zu bleiben, mir meinen Zand beschwöre, wie kann ich den modifizieren, ein bisschen interessanter machen, ein bisschen stärker machen, ein bisschen. Es reicht ja nicht nur einfach an den Werten zu drehen, sondern was kann ich
sozusagen als Beschwörer machen, um meinen Dämon leicht zu verändern. Was hier ganz spannend ist, es gibt jetzt auch Rudelbeschwörungen, das heißt, man kann mehrere Dämonen eines Typs in einer einzigen Beschwörung abhandeln. Steht dann auch immer dabei, also es gibt, du brauchst einerseits die Sonderfertigkeit Rudelbeschwörung, die auch hier zum ersten Mal in dem Band mit drin ist, und Dämonen, die als Merkmal haben, dass sie Rudeldämonen sind, lassen sich dann leichter über diese Rudelbeschwörung beschwören. Andere kannst du zwar trotzdem machen, aber da hast du deutlich größere Erschwernisse. Richtig. Und diejenigen, die sich im Rudel beschwören lassen, sind auch meistens so darauf ausgelegt, dass die sind effektiv, wenn du sie im Rudel holst. Genau. So ein einzelner, ich glaube, Nefertz war einer von den Rudeldämonen. Mhm, das ist aber auch. Ist einer von den Untoten, die fahren in Leichen ein und wecken die zum Leben. So ein Einzelner ist schon stark, aber nicht sonderlich, aber mehrfach von ist es halt einfach, das ja. Lohnt sich da. Oder der neue hinzugekommene Darker aus dem Belhalla-Dämon, der wurde ja auch auf der Radcon und ich glaube auch an anderer Stelle auch schon vorgestellt von Ulysses, und der Darker ist zum Beispiel das Paradebeispiel eines Rudeldämons, den du so beschwören kannst. Also große Mengen auf Gegner draufwerfen, dann machen sie Sinn, ansonsten eher weniger. Ich glaube, der hatte sogar eine Sonderfertigkeit, dass wenn sie zu mehreren angreifen, nochmal extra effektiv sind. Ja. So wie Sturmbrüder. Also, wenn du 20 davon auf den Haufen stellst, können sie tatsächlich auch was treffen. Ja. Ansonsten, was ich noch relativ interessant finde, es gibt hier einerseits noch die Kontrollübernahme von Dämonen. Also man kann als Zauberer theoretisch durch eine Probe, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur eine Willenskraftprobe, Dämonen von anderen Magiern übernehmen. So ein bisschen, dass man da deinen Willen gegen den des anderen Magiers verwendet. Ich weiß nicht, ob ich diese Regel so gut finde. Nimmst dir halt einen guten Magier mit einem richtig hohen Willenskraftwert und sagst halt jedem, nimmst halt jedem Schwörer seinen Dämon weg. Ich würde sowas zum Beispiel, also ich finde es gut, dass man sozusagen die Kontrollübernahme machen kann. Ich würde es aber nur mit Einschränkungen zulassen. Zum Beispiel Kontrollübernahme nur dann, wenn du den Dämon von dem Dämon, der da vorne herumrennt, den Namen, selber den Beschwörungsnamen weißt. Also wenn du theoretisch eigentlich in der Lage wärst, einen gleichartigen Dämon zu beschwören, um ihn sozusagen diesen Dämon loszulassen. Dann wäre ich dafür, ja, dann wäre, ist das so gegeben. Aber das ist meine eigene Meinung. Also es ist eine reine Willenskraftprobe, um zu sagen, nee, das ist jetzt meiner. Das ist ein bisschen, ist so für sich genommen alleine auch ein bisschen heftig. Weil dann brauchst du ja im Grunde genommen dann nur Willenskraft, ein bisschen mehr Punkte rein investieren, was die meisten Beschwörer haben. Und ja, dann ist es halt, wer halt besser würfelt. Und das ist ein bisschen... Ja, wie gesagt, das ist halt Geschmackssache, und zumal es ist eine Fokusregel, da ist es ja eh immer, kann man machen, muss man aber nicht. Ich kann es mir vorstellen, wenn es einem gelingt in einem dramatischen Moment, kann das echt das Blatt wenden und es kann richtig interessant sein, das mitzuerleben. Mhm. Aber so, mal schauen. Also. Ja, bitte? Vielleicht hat dann ja irgendeiner der geneigten Zuhörer ja Erfahrung damit gemacht und kann dazu mehr sagen. Wer weiß. Genau. Also wenn ihr da irgendwie schon mal... Wenn euer Zauberer schon mal jemand anderen als einen Dämon geklaut hat, schreibt es in die Kommentare. Wie war es? Hat es funktioniert? Habt ihr versagt? Seid ihr alle grauenhaft gestorben? Wir wollen es wissen. Ja, ansonsten, es gibt hier noch zusätzliche Dienste, Wesensfähigkeiten, die man den Dämonen draufpacken kann, weil während einer Beschwörung kann man ja dafür sorgen, dass sie nochmal extra besondere Sachen haben, also zum Beispiel kann man ihre Werte ein wenig verbessern, aber es gehen halt jetzt auch so Sachen wie, dass sie in den Limbus ausweichen können, also dass sie dann einfach mittels einer freien Aktion in den Limbus wegtauchen. Und man kann sie auch materialisieren, was ich ganz interessant finde. Dann haben sie nämlich eine stärkere Bindung an die dritte Sphäre. Die Körper sind weltlicher, was zu einerseits heißt, dass sie 25% mehr Lebenspunkte haben und dass die Dienste erst nach der doppelten Zeit verfallen. Allerdings können sie dann auch mit profanen Waffen leichter verletzt werden. Also, das ist einfach noch so ein nettes Ding, das mir aufgefallen ist. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass man die Möglichkeit dafür hat. Genau, finde ich auch. Davon gehen natürlich nicht so viel auf einmal, weil da wird
Damit muss man mit QS der Probe zahlen und von denen hat man für gewöhnlich bei so großen Beschwörungen eher weniger über. Das ist richtig. Es sei denn, man ist irgendwie gerade während der Hochphase von Borbarats Invasion unterwegs, wo irgendwie Dämonen zum Schleuderpreis rausgegangen sind. Ja, genau. Wenn ich mir so überlege, so wie viele Dämonen da herumgekraucht und geflaucht sind und wenn ich mir mal so überlege, was ich theoretisch in der dritten Dämonenschlacht den Leuten entgegenwerfen könnte. Da ist schon einiges dabei. Ja, mehr hat das aventurische Pandemonium gar nicht an Inhalt. Was jetzt nicht heißt, dass der Inhalt wenig wäre. Ich meine, das sind immer noch 160 vollgepackte Seiten. Aber es ist relativ gut übersichtlich. Und es ist übersichtlich und es hält, was es verspricht. Es ist so grundsolide und da ist nichts von, wo man sich fragt, ob das jetzt da sein muss oder nicht. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Fazit. Pala, wie fandest du das Pandemonium 1? Aventurisches Pandemonium 1? Ich fand es unglaublich hilfreich. Knackig und schnell aufgebaut. Man findet alles sofort. Die Sachen, die man nicht findet, wie gesagt, Aventurische Magie 3, man sollte es parat haben. Aber ansonsten kann ich nichts daran aussetzen. Ich finde, das Buch passt absolut. Da ist genau das drin, was versprochen wird. Und genau das, was man braucht, um seinen Spielern entweder Hilfestellung oder allerdings eben Probleme in den Weg zu legen. Gut, dann noch mein Fazit. Ich muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil mit dem Pandemonium 1 habe ich tatsächlich eine größere Geschichte, die ich damit verbinde. Denn ich habe tatsächlich nicht ein normales Pandemonium bei mir zu Hause liegen, sondern ich habe diese richtig krasse blau-goldene Deluxe-Ausgabe. Okay. Und das noch nicht mal, weil ich Deluxe-Ausgaben so sonderlich brauche oder mag. Ich finde, ich bin normalerweise ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Mir reicht da die normale Ausgabe, auch wenn ich Bücher sehr liebe. Aber tatsächlich hatte ich beim Pandemonium das Glück, zu dem Zeitpunkt auf der Redcon zu sein, als das Auswürfeln, also das war die Redcon Berlin damals, letztes Jahr, als man die auswürfeln konnte, ob man die denn kaufen kann. Also ob man die denn kaufen dürfte. Die kosten dann doppelt so viel, sind aber diese limitierte Deluxe-Ausgabe. Und ich dachte mir, auch wenn es mich jetzt nicht großartig interessiert hatte, mache ich doch einfach mal mit. Und habe extrem gut gewürfelt. Also ich habe, glaube ich, mein Würfel mit 3W20 und da, glaube ich, irgendwie eine 12 oder eine 11, was, wenn du bis 60 gehen kannst, gar nicht mal so niedrig ist. Und dann durfte ich mir das kaufen. Und ich dachte mir, komm, kann ich schon mal machen. Dann habe ich am selben Tag eine Kumpel getroffen. Der wollte das unbedingt haben, hatte aber leider nicht so viel Würfelglück wie ich. Dann dachte ich mir, okay, gebe ich 7. Also er hat es mir wieder abgekauft. Hatte ich keins mehr. Hatte ich das normale Pandemonium. Hab mir dann auch das normale Pandemonium gekauft gehabt schon. Und am Abend war tatsächlich ein Spiel mit den Leuten von Ulysses. Da haben wir ein Spiel, das schon auf dem KRK desselben Jahres schon mal gespielt wurde, nochmal gespielt. Und der Gewinner hat ein aventurisches Pandemonium in der Deluxe-Ausgabe bekommen. Ich war nicht der Gewinner. Aber der Gewinner, der vielleicht kennen ihn manche von euch, der Grolm vom DSA-Museum, wir haben uns an dem Tag, wir haben uns an dem Tag sogar kennengelernt und haben uns ziemlich gut verstanden, haben uns relativ gut unterhalten und haben während des Spiels auch zusammengespielt. Und er hat mir mehr oder weniger den Sieg geschenkt. Ich hatte die meisten Punkte, aber nach einer zweiten Auszählung, wo nochmal extra Punkte vergeben wurden, hatte er die meisten Punkte. Er wollte aber nicht das Pandemonium in der Deluxe-Ausgabe, weil das hatte er schon. Also, sondern hat dann gesagt, okay, ich nehme die Karten, also die Karten, mit denen wir gespielt haben, für das Museum. Und das Pandemonium in der Deluxe-Ausgabe soll doch an mich gehen. Soll heißen, ich war am Ende dieses Tages im Besitz von 2 Deluxe-Ausgaben des Pandemoniums, von dem ich einen am selben Tag nochmal wieder verkauft hatte, also zurückgegeben hatte, quasi an einen anderen Freund, und dann noch ein zusätzliches. Das hat mir dann glücklicherweise ein anderer Freund noch abgenommen. Aber so bin ich dann quasi an mein aventurisches Pandemonium in der Deluxe-Ausgabe gekommen. Und das war ein wirklich, wirklich schöner Abend. Es war fantastisch. da kannst du mal sehen. Die 12 Götter wollten, dass du dieses Buch hast. Ja, weißt du, was noch viel besser war? Ja? Tags drauf, Sonntag, gab es eine Vorlesung von einem meiner absoluten Lieblingsautoren auf der Berlin Brettspielkon, wo das Ganze stattfindet. Rate mal, wo ich mir ein Autogramm reingegeben habe lassen. Ja, genau in das Deluxe Pandemonium. Ganz genau. Ich habe jetzt ein aventurisches Pandemonium in der Deluxe-Ausgabe mit einem handsignierten Autogramm von Marc-Uwe Kling. Das ist eine extrem gute Erinnerung, die ich habe. Und damit verbinde ich natürlich mit dem Pandemonium etwas mehr.
Natürlich, natürlich. Das kann ich sehr gut vorstellen. Ja. Aber du kennst den Grolm? Cool. Ich kenne den Grolm, ja. Übrigens, sehr netter Typ. Spielt auf gar keinen Fall Aventuria mit ihm. Er wird euch fertig machen. Aber schaut auf seinem DSA-Museum vorbei. www.dsa-museum.de. Bei der Karte des Menakoriten, ich muss jetzt nochmal nachschauen, wie genau die heißt. Ich glaube, es war Karte des Menakoriten. Genau. Basilius Prüfung, die Botschaft eines Menakoriten. Da ist auch die ganze Story, die ich jetzt erzählt habe, nochmal etwas ausführlicher. Hat er nochmal dargeschrieben und hat auch dieses neue Fundstück in seinem Hort, in seinem Museum nochmal mit aufgeführt. Also es war ein tolles Wochenende. Das glaube ich gern, das glaube ich gern. Ja. Ja, aber unabhängig von dem ganzen Brimborium außenrum, ich fand das Pandemonium 1 auch sehr gut. Also es hat mir genau das geliefert, was ich wollte, nämlich eine große Anzahl an Dämonen. Die waren sehr gut illustriert, sie sind sehr gut beschrieben. Es sind alle Regeln da, die ich brauche und ich kann es wirklich gut nutzen und nutze es auch aktiv tatsächlich. Dementsprechend bin ich mit dem Pandemonium 1 völlig zufrieden. 35 Euro finde ich für einen so gut gepackten Band auch gar nicht mal so unangemessen. Also von mir eine Kaufempfehlung. Und im Zweifel kann man ja immer noch das PDF für die Hälfte nehmen. Das ist ja auch immer noch, also für 17 Euro, 160 Seiten, voll geladen mit Stoff, finde ich gut. Oder die Taschenbuchversion, wenn sie dann kommt. Da weiß ich gar nicht, ob sie kommen wird, aber ich vermute es. Hoffe ich jedenfalls. Also die Bestiarien sind auch rausgekommen, die Rüstkammern 1 und 2. Stimmt, das reicht. Also ich sehe keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Stimmt, da war was, ja. Wobei ich glaube, dass die lassen da immer ein bisschen auf sich warten, weil sie das als Sammelbestellung rausgeben müssen mit den Taschenbüchern, sonst lohnt sich das nicht. Ja, ich meine jedenfalls, sowas gehört zu haben. Aber ja. Sie machen es wenigstens immer jetzt ja schon also wenn die erste Auflage draus ist. Also die erste Auflage ist die Hardcover und danach kommt dann die als zweite Auflage die Softcover. So stimmt, hast recht. So hatten sie es, glaube ich, auf der Radcon letztes Jahr erzählt, ne? Ja, hast recht, so war das. Ja gut, dann wären wir eigentlich fertig mit dem Pandemonium 1, oder? Hast du noch irgendwas, was zu sagen? Ich habe keine Anmerkung mehr, nein. Sehr schön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen, Mittag, was auch immer ihr gerade habt. Möge hier Sinne mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao.